Also das ist auf jeden Fall legendary, wirklich. So, jetzt riecht's auch mal hier bei uns im Studio ganz gut. Habe hier bei Sky Sport News Jeremy Fragrance. Ist bei uns zu Gast. Genau, willst du mal Text vor? Parfüms-Influencer, hat Millionen Klicks auf TikTok, auf YouTube. Boah, sehe ich cool aus. Oh shit, sehe ich cool aus. Ja. Eine Sache muss ich sagen, Real Talk, wenn ich ihn so sehe, er feiert sein Leben. Ich bekomme ein bisschen meine Lebensenergie gerade zurück. Ich sehe ihn, weißt du, er freut sich einfach. Das Standbild gibt mir jetzt gerade ein bisschen Homelander-Vibes, ne? Links und rechts. Schon so ein bisschen. Zuschauer, das ist Jeremy. Jeremy ist Influencer, Parfüm-Influencer, aber du hast auch viel mit Sport zu tun. Darüber möchten wir nämlich heute mit dir sprechen, denn du hast unter anderem auch ein Parfüm mit einem absoluten Sportstar rausgebracht. Ich bin den Number One in meiner Disziplin. Okay. Das wollte ich nochmal festhalten. Mhm. Ich habe mit eurer Make-up-Artist-Frau gesprochen. Gabi. Die kommt aus der gleichen Area wie der Arnold Schwarzenegger. Number One, Golden Rolex, Red Ferrari, Jeremy Fragrance. Also mein Bedürfnis war, ich will Number One werden. Ich habe als Kind übrigens hier Wrestling bei euch geguckt. Okay. Und als meine Weisheitszähne gezogen werden, hat mir, damals hieß es noch Premiere, hat es mir geholfen, dass ich Departed dreimal hintereinander geguckt habe. Dieser Film mit Leonardo DiCaprio und Jack Nicholson. Also ich habe eine geile Story mit euch in Verbindung. Und ja, ich wollte nur mal sagen, also es läuft echt gut bei mir und ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Und du fragtest, was mein sportlicher Background ist. Ja, und du hast mit Dennis Schröder ein Parfüm rausgebracht, oder nicht? Ja, der hat mich privat angeschrieben und gesagt, wärst du dabei bei meinem Release und so. Und ich habe mit dem gequatscht. Ich habe mich gewundert, dass der so gechillt ist. Also der sucht auch gerade nach einem Haus für mich in Berlin und so. Also total nett. Und ich kannte ihn jetzt zum Beispiel nicht, was aber nicht so relevant ist, weil ich gucke eigentlich kein Fernsehen. Ja, kann man schon kennen, Dennis Schröder. Ja, die haben mir den dann introduced und wir sind jetzt einfach so befreundet. Und was ich echt respektiere an dem Kerl, Laura. Ist doch süß. Der kann ja alles kaufen und alles sich gönnen, macht er aber nicht. Und das ist für so Leute, die so krass sind, die Challenge. Weil wenn du dir überlegst, ich kriege eh alles umsonst, weil ich Dennis Schröder bin und ich kann mir eh alles kaufen, weil ich Dennis Schröder bin. Warum soll ich jetzt noch um 5 Uhr aufstehen und hart trainieren? Kein Bock. Das ist der Untergang der meisten. Ja gut, das passiert dann meistens, wenn die Karrieren vorbei sind. Und deswegen, das ist also etwas, was auch ich schon erlebt habe. Man muss sich also künstlich restriktieren in der heutigen Welt, weil du sonst einfach zu viel von diesen geilen Stimulanten bekommst. Okay. Gibt es denn irgendeinen Sportler, wo du sagst, mit dem hättest du auch mal Bock zusammenzuarbeiten? Arnold Schwarzenegger habe ich getroffen. So halb Sportsman. Justin Bieber habe ich getroffen. Ist ja nicht unbedingt Sportsman. Wirklich, ne? Weißt du, wen ich gerne mal treffen würde? Wen? Jürgen Klinsmann. Okay, wie kommt's? Warum Jürgen Klinsmann? Weil ich als Kind, wie fast jeder Junge, Fußball gespielt habe. Und da hatte ich ein Jürgen Klinsmann-Trikot. Echt? Weil... An welchem Tag hat Jürgen Klinsmann Geburtstag? 30.07. wie der hier. Ich fand Bayern einfach immer schon geil. Und damals war eben Jürgen Klinsmann noch da. Und ich erinnere mich, wo der so die Tore geschossen hat und einfach so das Netz dann so, ich fand ihn so geil, den Typ. Ja, ich meine, natürlich, Michael Jordan, das sind so Typen, da war ich auch da, wo der sein Haus hat in Miami und so. Mhm. Ja, wenn wir jetzt hier von ein bisschen so Bayern und so reden, dann wäre das schon Jürgen Klinsmann, fände ich auch ganz nice. Und wonach sollte ein Jürgen Klinsmann riechen? Der riecht einfach nach sowas wie Abercrombie & Fitch Fierce. Okay. Kennst du ja die Geschäfte, wie geil frisch die riechen? Ja, das sind die Geschäfte, wo man schon irgendwie, bevor man da reingeht, schon irgendwie so eine richtige Duftwolke entgegenbekommt. Sie riecht übrigens mega gut. Ich glaube, die Leute gucken auch wegen dir, weil du halt so aussiehst und deine Ausstrahlung und so, aber sie riecht auch exception. Da haben sich die Sendungschefs was bei gedacht, sie zu platzieren als Moderatorin. Ich muss dazu sagen, ich habe heute natürlich auch mein bestes Parfum aufgetragen, als ich gehört habe, dass du kommst. Ist auch ein Topseller. Übrigens, die Brand Montal hat auch dazu geführt, dass Kim Kardashian einen ihrer Düfte so gemacht hat wie Montal, weil ihr Make-up-Artist bei meinem Kumpel in Kalifornien einkauft. Und der Duft so gut an ihm roch, der hieß übrigens Roses Musk, ist der Topseller. Intense Café, den du trägst, auch gut, aber Roses Musk, der ganz pinke, kaufen die alle da. Okay. Tja, und der Kardashian-Duft, der riecht jetzt wie Roses Musk. Absolut. Also in Hollywood kennst du dich auf jeden Fall gut aus. Jürgen Klinsmann, also da, den würdest du gerne mal beraten. Wie sieht es denn sonst so aus? Du bist ja selbst Fan von schnellen Autos. Schaust du die Formel 1? Ja, früher klar. Mika Häkkinen und hier Dings, der Michael Schumacher. Weltklasse. Habe ich immer gern geguckt. Letztens noch den Nico Rosberg mehrfach getroffen. Der hat mich auch eingeladen in die Paddocksgasse. Das ist cool. Ja, das fand ich cool. Da habe ich auch mal die Leute von Rolex kennengelernt. Und man fragt sich ja mal, wie sehen die eigentlich aus? Aha. Keiner weiß, wie die Menschen von Rolex aussehen. Aha. Du weißt es nicht. Ihr wisst es alle nicht, wie die Menschen von Rolex aussehen. Nee. Ich weiß es. Okay, und wie sehen sie aus? Also eigentlich könnte ich wir wollen jetzt über Sport reden. Ja.
Aber Rolex-Leute, die sehen eigentlich aus wie euer Head of Social Media. Okay, und so sehen die aus. Ich sag mal so, Head of Social Media, wenn derjenige es sieht, Head of Social Media, du bist einfach ein Stratege. Egal, wer dein Chef ist, dein Übergeordneter, du kannst diese Nachricht jetzt hier aufnehmen. Der Mitarbeiter, in dem Falle Head of Social Media, hat auf jeden Fall eine Beförderung verdient. Diese Aufmerksamkeit hat Sky, glaube ich, noch mit nichts realisieren können, mit so wenig Aufwand. Aufwand hier, weißt du? Also dieser Werbewert, den jetzt Sky hier bekommen hat, dank dem Head of Social Media, das hat eine Gehaltserhöhung auf jeden Fall. Er hat auf jeden Fall eine Gehaltserhöhung von mindestens 10% verdient. Weil wenn er solche strategischen Entscheidungen treffen kann und jenen das auch machen lässt, dann ist der Head of Marketing noch zu ganz anderen Sachen fähig. Von daher würde ich sagen, Sky, haltet euch den Mann warm. Gebt dem nach so einer Aktion eine kleine Gehaltserhöhung. Sagt ihr, komm mal hier. Oder gebt dem einen kleinen Bonus. Sagt, hör mal, das war so eine brutale Aktion für mich, für uns als Unternehmen. Wir sehen das auch ein und wir geben ihm einen kleinen Bonus. Muss auch nicht viel sein. 5 Mille oder so, gibt ihm einfach einen schönen Bonus. Und dann geht's weiter. Weil das wirklich, als also der Head of Social Media steht nicht ohne Grund da. Ich denke mal, er hat das Ganze eingefädelt. Muss ich sagen, eine sehr, sehr smarte Werbeidee. Ferrari Number One. Habe ich auch einen, reicht auch. Okay. Ein Ferrari reicht, eine Uhr reicht. Ich muss sagen, sie hat auch Spaß. Ja, geil, aber ich muss mal gucken. Dabei. Ich weiß nicht, ob ihr auch so Richtung, ich weiß es jetzt echt nicht, also so Formel E oder so, ob ihr sowas macht. Also für mich ist das eher so bisschen unsexy. Ja, okay. Ich mag eher so, wo es noch laut war und so. Ich saß auch letztens im Tesla drin. Ich bin ja gestern aus Dubai gekommen und mein Kumpel, der ist irgendwie milliardenschwer aus Indien, der fährt so einen Tesla. Ach, das sind tolle Freunde. Als ob die dich so am Springseil ziehen und dann loslegen. Das ist so unemotional. Okay. Du warst in Dubai. Wirst du denn, bald startet ja auch die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Wirst du da auch vor Ort sein? Ich werde nicht vor Ort sein. Sie versucht immer wieder den Plan hier, sie versucht immer den Sendeplan auf den Sendeplan zurückzukommen, um irgendwelche Sport-Sky-relevanten Themen mit ihm zu besprechen. Aber nee. So nicht. Nein, weil ich was ganz anderes Krasses mache. Okay. Wenn ihr wüsstet, in 7 Tagen von heute werdet ihr wissen, da wird was echt Geiles kommen bei mir. Okay, dafür müssen die Leute dir aber auf Instagram, TikTok und Co. Ach, das wirst du sowieso sehen. Das kriegt man mit, okay. Ansonsten, du hast schon angesprochen, Bayern München ist so ein Verein, den du so noch immer ein bisschen verfolgst oder gar nicht mehr? Ich mag Bayern München, ja, aber ich gucke ja nicht mal mehr Fernsehen oder so, weil ich bin so nur mein eigenes Zeug am Machen. Ich hatte gerade so einen Gedankengang im Kopf, den sage ich jetzt auch. Ich bin Bayern München. Ich bin die goldene Rolex. So nach dem Motto, weißt du? Aha. Plakativ dargestellt, so es dreht sich um mich, Alter. Das ist es. Ich gucke kein Bayern München oder so. Weil der Grund, warum Menschen zum Beispiel Bayern München gucken oder Fans von Ferrari sind, die haben das Bedürfnis von Signifikanz. Wir haben so 10 Stimulanten, die uns echt stimulieren. Musik, Freunde, Sex, Zucker, verschiedene Sachen. Und auch das Bedürfnis von Signifikanz ist ganz stark im Menschen drin. Und wenn sie selber jetzt nicht so, zum Beispiel, dann gucken sie sich zum Beispiel immer noch einen Star Wars Film an, die Reise von Luke Skywalker, voll signifikant. Das neue iPhone, signifikant. Sie brüllen und sagen, wie blöd es denn geht. Aber alle signifikant kümmern sich um sie. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, das frage ich mich gerade auch. Ich frage mich auch gerade, was ich eigentlich sagen wollte. Du bist FC Bayern München. Ich bin FC Bayern München. Okay. Crazy Video. Ja. Okay. Und deshalb gucke ich auch keinen Fußball mehr, aber... Aber du machst selbst viel Sport. Keine Liegestützen, schreibt Kloppo. Das wäre eigentlich auch ein guter Moment gewesen. Jetzt gerade, wo man nicht so weiß, was man einfach Liegestützen machen. Wäre auch drin gewesen, Sport. Muss man sagen. Aber was ich abgesehen von Bayern München auch sehr gern mochte, Brasilien. Okay. Aber wo noch früher der echte Ronaldo mitgespielt hat, der mit der Zahnlücke. Ja. Sie sagte, sie hat die Zeit ihres Lebens. Ich schwöre, sie ist Wahnsinn. Und das war lustig, wo ich noch 7, 8, 9, 10, 11 Jahre alt war. Danach wurde mein Bruder verprügelt, alles in Ordnung mittlerweile. Und dann hat unsere Mutter uns zum Kampfsport geschickt, also kein Fußball mehr. Aber ich war ein Fan von dem Ronaldo und ich habe mir so Magazine in die Zähne getan, hier, what? Damit ich so eine Zahnlücke bekomme. Aber zu dem jetzigen Zeitpunkt sagt sie, what? Zu dem aktuellen Zeitpunkt sagt sie, also das ist auch für mich eine Nummer zu hoch. Und jetzt schon gerade? Ja, das habe ich auch nur ein paar Tage ausprobiert. Also ich hatte Poster von Ronaldo. Und weißt du, was ich früher geguckt habe, auch bei Premiere, bei euch, bei Sky? Ich habe dann den Code von meinem Stiefvater geknackt. Alter, jetzt die Leute gerade in der Regie so...
Cut, cut, cut. Wrestling. Sie weiß jetzt nicht, was kommt. Sie weiß jetzt nicht, was kommt. Wrestling. Wrestling. Oh, okay, okay. Wrestling. Klar, Wrestling. Cool. Wrestling. Du auch heute noch? Gar Wrestling. Nicht mehr? Ob ich das gucke? Mhm. Nee, ich gucke das nicht mehr. Okay, aber du selbst sagst ja, du bist ein Mensch, der voller Positivität durch dieses Leben geht. Wo holst du dir diese ganze Energie her? Das ist viel zu deep, wenn ich das jetzt hier mal eben so rausschüttel. Aber natürlich... Das Fleisch, irgendwann ist das Fleisch gesättigt. Du kannst nur so viele Hamburger pro Tag essen oder so viel Ferrari fahren oder mit so vielen Mädels schlafen, was ich nicht tue. Also für mich, ich bin im Moment Single, aber wenn, dann... So langsam crackt sie auch ein bisschen auf. So langsam ist sie mit dabei. So langsam ist sie auch. Oder mit so vielen Mädels schlafen, was ich nicht tue. Also für mich, ich bin im Moment Single, aber wenn, dann gibt's nur eine. Das ist gut. Das ist gut, muss ich sagen. Irgendwann fragst du dich, okay, halt Scheiße, das ein. Ich liebe es, diese Granola mit Milch zu essen. Geil, mehr, noch mehr. Irgendwann ist vorbei und dann merkst du dir, okay, Feierabend, wir müssen auf ein anderes Level gehen. So wie von 0 auf 100, irgendwann geht nicht noch schneller. Und dann denkst du eben psychologisch so ein bisschen und da hole ich mir meine Energy her. Aber es gibt auch physische Dinge. Laura, es ist relevant, dieses Statement zu verstehen. Motion creates emotion. Wenn du arschkalt duschst und danach dir die Haare föhnst in der Wärme, da fühlst du dich einfach toll. Wenn du morgens in Los Angeles in den Ozean springst und kalt rauskommst, wenn du einen Sprint machst, ich mach gleich noch meinen Sprint, okay, danach fühlst du dich ganz anders. Also mental sehr wichtig, aber auch physische Dinge wie einfach tanzen oder sprinten oder kalt duschen. Das sind so Dinge, die mich auch total coole Laune bringen. Okay, Jeremy, dann vielen Dank für die Eindrücke aus deinem bunten Leben. Wir beschäftigen uns gleich wieder mit dem 13. Spieltag in der Bundesliga. Da spielt nämlich morgen der VfB Stuttgart gegen Gladbach. Und ohne, dass du jetzt so viel Ahnung hast, wie ich rausgehört habe, was tippst du? Dein Tipp, Stuttgart gegen Gladbach? Ich sag was viel Spannenderes, Laura. Okay. Ich sag was viel Spannenderes. Ich gebe dir nämlich jetzt ein Kompliment. Weil es gibt ja Mädels, die sind sehr Bosswoman. Viele New York City so oder, weißt du, aber die balancieren dann nicht das Feminine mit rein. Und du hast echt so einen Sweet Spot, volle Granate, alles im Griff. Okay. So wie die Vanessa Mai, die mich auch schon eingeflogen hat nach Berlin, um mit mir zu drehen. Ich finde das so geil. Aber du hast auch voll das Feminine. Das ist eine viel bessere Antwort, als wie die morgen spielen, weil ich gucke das ja eh nicht. Alles klar, dann Jeremy, vielen Dank für die Komplimente. Jeremy! Ja! Er zieht das Ding durch.